Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt mit neuem Texture Pack und ein bisschen hochgestylt, so dass es alles ein bisschen moderner wirkt. Wir haben die Spitzhacken. Ich habe übrigens die Sachen nochmal wieder zurückbesorgt. Gott sei Dank. Gott habe die Seele gnädig. So, und weil wir jetzt auf jeden Fall Sachen benötigen. Diese Mine, wo wir waren, und ich habe Kreaturen erst einmal ausgeschaltet, weil ich das Gefühl habe, wenn wir wieder sterben, ist das einfach nur scheiße. So, wir gehen wieder in die Wüste, Freunde. Das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Und ich hoffe, euch gefällt ein wenig das Texturenpack. Ich selber finde es geil. Ich selber finde es geil. 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 So, wir schwimmen jetzt erstmal hier rüber. Hier sind noch ein paar Schafis unterwegs, Gott sei Dank, in unserer Wüste. Ich freue mich, euch dieses hier präsentieren zu dürfen. Und ein schöner, klarer Himmel. Ein schöner, klarer Himmel bedeutet für mich on the beach gehen. Aber nein, wir wollen in diese Höhle. In die Höhle des Grauens. Und weil ich da ja mir die Sachen wieder besorgt habe, habe ich uns da auch gleichermaßen eine Leiter ran montiert, sodass wir da immer sicher runterkommen. Das macht es ja letzten Endes ein wenig angenehmer. Und, immer schön stecken bleiben nebenbei. Und runter in die Höhle des Löwen. So, natürlich finde ich das jetzt erstmal im ersten Moment leicht verwirrend, mit den neuen Texturen zu arbeiten. Aber ich denke, das wird schon. Einmal kurz ausgeschaltet, Husten pur. Na, das muss ich euch ja jetzt nicht unbedingt präsentieren. Und da ist auch schon Eisen. Eisen pur. Nehmen wir gleich erst einmal mit. Das, was wir hier benötigen, nehmen wir gleich mit. Können wir ja alles gebrauchen. Denn ich denke, wir wollen letzten Endes... Also ich habe da jetzt so eine Idee, was ich wirklich umsetzen will. Das wird ein Großprojekt. Es wird ein leider etwas größeres Projekt. Was heißt leider? Ich weiß nicht. Also ihr seid ja auch eher dafür, wenn ich ein wenig baue. So, ich leuchte jetzt hier erst einmal aus. Oh. Oh. Da kann ich ja eigentlich geil zu sagen, würde ich fast behaupten. Ne? Was will ich denn mit Kakteen? Was will ich denn mit Kakteen? Die will ich ja nicht haben. Pflasterstein, Erde. So, okay, dann was ist das? Samen. Okay, dann will ich mir jetzt hier versuchen, einen Weg rüber zu bahnen. Ja, das ist, glaube ich, erstmal das Cleverste. Ich finde, die Erde sieht auch geil aus. Ich finde, die Erde hat auch irgendwie Style. Ich finde, die Erde sieht gar nicht schlecht aus. Und um erst einmal hier ein wenig rüber zu kommen, setze ich hier ein bisschen Erde. Weil es gibt so gewisse Dinge, die wir auf jeden Fall benötigen, die ich auf jeden Fall holen will. Und dafür brauche ich natürlich ein bisschen Unterstützung von dem Spiel. So, ich baue uns hier erst einmal eine Bridge. Ja, eine kleine Bridge. Und damit wir hier nicht Fehler machen, leuchte ich das hier ein wenig aus, so dass wir in Zukunft auch wissen, aha, da ist eine Gefahr. So, ich glaube, das hier soll Kohle sein. Das ist das neue Kohlentextur-Ding. So. Ja, das ist die neue Kohle. Das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr gut gelungen, finde ich. Und ja, Fackeln. Immer Fackeln, damit das nicht allzu dunkel scheint. Und mir gefällt das neue Texture Pack ziemlich gut. So, wir brauchen natürlich noch so einiges. Habe ich Holz mit? Fragezeichen. Dirt. Holzstackies? Natürlich nicht. So, damit wir Holz bekommen, gehe ich jetzt nochmal zurück. Das war jetzt ein bisschen doof geplant. Okay, ich gebe es ja zu. Ich hätte es ja auch anders planen können. Ja, ich hätte es ja auch anders planen können. Mmh.
So, und hier geht die Reise eigentlich gleich wieder irgendwie hoch. Genau an dem markierten Teil. Okay, die Leiter finde ich nicht so hübsch. Die Leiter könnte hübscher sein, würde ich jetzt behaupten. Wieder draufgeschaltet. Ja, es ist ätzend, wenn man ein wenig husten muss. Und damit wir das eigentlich immer wieder finden, finde ich, sollten wir hier eine klitzekleine Markierung setzen für T. Na, das T heißt Tunnel. So, das T steht für Tunnel, dass da vorne ein Tunnel ist, obwohl das ja eigentlich eine Mine ist. Minentunnel, Freunde. Ein echter Minentunnel wartet da vorne auf uns, aber wir benötigen auf jeden Fall nochmal Holz, weil die Reise da unten soll etwas länger gehen. Die Reise da unten soll etwas länger gehen. Das bedeutet für mich dann auch nichts anderes als lange, 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 lange Zeit werden wir da unten bleiben. Dafür benötige ich natürlich ganz doll viel Holz. Ach komm, nehmen wir da vorne nochmal was mit. Hi Schaf. Hallo Schafe. Euch werden wir ganz doll lange nicht sehen. Euch werden wir wirklich super lange nicht sehen. Was ich natürlich jetzt nicht so schade finde, denn aber ich möchte gerne irgendwann mal Diamanten, um mir eine oder uns eine Diamantspitzhacke zu bauen. Die werden wir sowieso, es wird sowieso unumgänglich, dass wir die irgendwann brauchen. Also insofern ernte ich jetzt hier erstmal Holz. Und dann geht das los. Ja, bei uns geht im Moment der Grippevirus um. Das ist schön. Halte ich mich aus, weil ich denn, ja, jetzt verrate ich es doch, husten muss. Ja, das ist leider so. So ist das leider, wenn man, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Wenn man krank ist, hustet man, ja, Würfel aus, Freunde. Und die Würfel, die möchte ich euch jetzt nicht unbedingt, hören lassen. Also ich denke mal, ihr legt da jetzt nicht wirklich Wert drauf, echten Würfelhusten zu hören. Würfelhusten plus Raucherhusten. Das macht es nicht gerade spannend. So. Jetzt bleiben wir diesmal ausnahmsweise nicht stecken. Das finde ich cool. Und ich werde an dem Leitersystem euretwillen gerne noch was verändern. Da will ich jetzt gar nicht hin. So, wenn wir jetzt sagen würden, nee, das würden wir nicht sagen, dass es hier die zentrale Sammelstelle ist. Nö, das möchte ich noch nicht. Und nein, jetzt finde ich das nicht wieder. Was ist das denn? Oh, ist das ein Spackenkram? So, nein, wir werden das schon wieder finden. Das ist ja generell gar kein Problem. Wir gehen einfach diesen Weg, den wir vorhin gegangen sind. Und damit ist es dann auch okay. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, was da kommen mag. Ich habe ein bisschen Angst davor, was uns da erwarten mag. Denn ich denke mal, das wird nicht leicht. Nö, das wird es nicht. Und ich glaube, wir sollten uns ein paar Cobbles holen. Wir haben nämlich überhaupt keine Cobbles. Wir haben nicht einmal Cobbles. So, und um runterzukommen, brauche ich ein paar Cobblestones. Ich finde, das sieht geil aus. Ich finde, das macht Spaß. Ich finde, das macht hier riesig Spaß. Und hier werde ich auch gleich unseren Ofen und unseren Crafting Table einrichten. Das hier wird unsere Base, sage ich jetzt mal. Unser Basislager. Okay, das hätte nicht sein müssen. Obwohl, da können wir die Sachen ja hinstellen. So, wir benötigen als erstes ein Crafting Table. Und um das zu machen, kennen wir das Spielchen ja sowieso. Wir kennen das Spielchen ja, da brauche ich ja nicht wirklich viel zu erklären. Und ich finde, der Crafting Table sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, Cobblestones, da können wir jetzt noch nichts mit anfangen. Aber der Crafting Table, der kann dahin. Der sieht aber auch nicht schlecht aus, oder? Was sagt ihr? So, dann wollen wir hier mal craften. Ein Ofen. Ein Ofen, 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 Ofen. Ja, Let's Play FK, deine Welt ist hier, steht da. Ja, unser Slogan oder mein Slogan. Let's Play FK, deine Welt ist hier. So, dann wollen wir mal gucken, was wir am Ofen alles so schon mal bewutscheln können. Ich finde, wir haben noch nicht besonders viel Kohle. Darum mache ich das so. Ich nehme jetzt nicht allzu viel und brezel jetzt hier schon mal Eisen zurecht. Entschuldigung. Ja, ich merke schon, es ist nicht ganz gesund in meinem Hals. Ich hoffe aber, ihr könnt die Moderation ein bisschen verstehen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ja, es tut mir dann wirklich leid. Und Kohle mit Ole. Kohle mit Ole. Nehmen wir natürlich mit.
Und ich bin sowas von geil heute drauf, die besten Dinge und schöne Sachen und Dinge zu finden. Ich bin wirklich glücklich, wenn wir schöne Sachen und Dinge finden würden hier in dieser Höhle. Und ich gehe davon aus, dass es auch schlicht und einfach so sein wird. Also mir gefällt das neue Texture Pack wirklich gut. Da kann man sagen, was man will. Da kann man wirklich sagen, was man will. Ich finde es einfach nur klasse. Ich finde, es ist einfach nur klasse. So. Schön, schön, schön. Ich war auch erst am Überlegen, ein anderes zu nehmen, aber das hat nicht ganz so gut funktioniert. Und so mit HD-Texturen finde ich das dann doch eigentlich ziemlich krass. So. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mein Computer das überhaupt schluckt. Oh. Ich hätte gedacht, mein Computer sagt, nö. Hätte ich gedacht. Hätte ich gedacht, dass mein Computer das nicht macht. Aber ich habe ihn ja extra aufgerüstet. Also muss er das ja eigentlich auch durchziehen, würde ich jetzt behaupten. Ja, mein Hals ist immer noch kratzelig. Das ist echt furchtbar. Das ist echt super furchtbar. So, gehen wir an den Crafting Table. Und jedes Mal Let's Play FK, deine Welt ist hier Werbung zu genießen. Ich find's gut. Mir gefällt das. Das zeigt ja auch immer ein bisschen, dass man auch Lust dazu hat. Dass man, also ich, beziehungsweise, dass ich Lust dazu habe und das hier umgesetzt habe. Was hast du weggeschmissen? Stickies? Ne, die nehmen wir natürlich mit. Keine Frage, selbstredend gehen die Stickies mit. So, das ist schon mal gut. Ich baue das hier noch so ein bisschen aus. Ja, denn hier ist unsere Base und in dieser Base, da geht der Punk. Da geht der Punk, da produzieren wir die ganzen Sachen. So, zumindest im Moment wird das hier unsere Base sein. Es wird natürlich dann dementsprechend auch wieder andere Bases geben. Oder Basen oder wie auch immer. Wir werden natürlich immer mal wieder alles ein bisschen verändern müssen. Aber das sollte ja schlichtweg nicht schlimm sein. So. Hier ziehen wir eine kleine Treppe hin. Ein da unter. Genau, also im Prinzip soll die Treppe uns eines Tages mal darunter führen. So. Ja, das ist natürlich immer kacke, wenn sowas passiert, ne? So, dann ist das natürlich immer ein bisschen ärgerlich. So. Ja gut, das zeugt ja dann doch ein bisschen von Sicherheit, sag ich jetzt mal. So. Und ich krieg gerade voll die Sonne ins Gesicht. Wir haben zwar Winter, aber irgendwie ist das sonniger denn je. Sonniger denn je, Mini. Sonniger denn je. Und ich baue die Treppe so ein bisschen aus, sodass sie ein bisschen Sicherheitsfaktor hat. Ein bisschen muss man ja auch auf sich Acht geben, damit wir nicht gleich tot sind. Tot sind wir oft genug. Genau, tot sind wir oft genug. Und werden wir auch noch oft genug sein. Davon mal abgesehen. Sterben können wir sowieso. Schneller geht's mit Marlboro Westlord Mord und so weiter. So, wobei ich sagen muss, dass ich selber rauche. Also darf ich da eigentlich gar nicht drüber schimpfen. Ich habe aber vor, demnächst das Rauchen aufzugeben. Jo. Ich habe vor, demnächst das Rauchen aufzugeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie. Scheiße, da komme ich jetzt nicht ran. Kogge. Kage. So, dann müssen wir das anders machen. Dann schlage ich das hier mal auf. Dann können wir uns nämlich auch gleich das Eisen hier holen. Na, das, also kann man ja verbinden, ne, würde ich jetzt mal behaupten. Dann holen wir uns hier nämlich gleich das Eisen. Haben das auch gleich in der Tasche. Ja, ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? So, wie machen wir denn das am besten? So. So geht das auch. Das ist ja eigentlich gar nicht dumm.
So, jetzt wird es ein bisschen dunkel vielleicht für euch. Okay, gebe ich zu. Nur ich muss ja irgendwie weiterkommen. Das ist ja so mein Problem. Entschuldigung. Aber ich kann im Moment echt nichts dagegen tun. Ich kann im Moment echt nichts dagegen tun. Ich habe mir einen aufgeschnappt. Boah. Ich habe mir knallhart einen aufgeschnappt. Es nervt mich sowieso. Aber ändern kann ich es nicht. Ausgeschaltet. Denn der Husten war ja dann doch schon Keuchhusten. Den muss ich euch natürlich dann nicht präsentieren. Ich denke mal, das will man einfach nicht hören. Insofern schalte ich mich dann immer mal ganz kurz raus, denn wer hat schon Lust, sich Keuchhusten anzuhören? Ich denke mal, du? Nee, du nicht, ne? Du? Du auch nicht? Okay. Ich dachte, ihr habt mich alle lieb. Dann habe ich mich wohl geehrt und leider ist die Musik ein bisschen leise. Ich weiß auch nicht, warum das auf einmal so leise, so krass leise ist. Aber das wird alles seine Gründe haben, Freunde. Es wird alles seine Gründe haben. Und wir bauen uns natürlich mal hier runter. Weiterhin. Das ist ja unser Ziel. Das ist ja unser Ziel, ne? Das ist ja unser Ziel, da irgendwann mal unten anzukommen und vielleicht da unten ein bisschen rumzuräubern. Ich weiß ja nicht, ob uns da was erwartet. Ich hoffe es, ne? Ich hoffe, dass da noch was ist. Weil ich bahne mir hier schweren Herzens einen Weg runter. Und hoffe natürlich dann auch auf kleine Präsente, die uns erwarten. So. Ja, letzten Endes ist das. Ja. Ach Gott, jetzt haben wir hier auch noch Erde. Verkloppe ich jetzt erstmal so. So. Letzten Endes müssen wir gucken, was kommt dabei rum. Gleich mal oben den Ofen begutachten, wie weit der eigentlich ist. So, das ist unser Trappe. Das ist unser Trappenman, um runterzukommen. Also ich finde es schon mal gar nicht so schlecht. Man kann sich weniger Mühe geben, bin ich ehrlich. Man könnte sich weniger Mühe geben, wenn man da keine Lust zu hat. Aber ich will mir die Mühe einfach geben. So, den Ofen wieder anschmeißen. Kohle haben wir jetzt im Moment auch sowieso nicht mehr. Ja.